Ich hab Kühlschrank gehört, ich hab Kühlschrank gehört, ich hab Kühlschrank gehört. Kühlschrank. Warte. Kühlschrank, Kühlschrank. Findest du schon, Kühlschrank. Ja. Kühlschrank. Wo geht's hier raus? Sieh es nicht raus. Wo geht's raus? Scheiße. Ah! Alter. Oh Gott, das ist viel. Ja, jetzt, wo geht's raus? Hier, ne? Ja. Ah, Gott. Alter, Scheiße. Alter. Siehst du genug? Ja. Oh, Herrgott. Dadurch. Mehr also. Angst hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht. Eine wunderschön gelegene, einsame Bergkuppe und ein verfallenes Hotel. Klar, da müssen Drogen im Spiel sein. Für solch gar lustige Gedankengänge müssen wir manch Clickbait-Urbexer hier auf YouTube auch mal loben. Hätten wir doch sonst einfach nur Hotelruine titeln dürfen. Dass hier keine Fußgänger langlaufen oder so, denen man erklären müsste, warum sie aus dem Weg gehen. Warum man hier langfährt. Die Anfahrt ist interessant, denn echte Straßen gibt's nicht mehr. Selbst Google Maps ist etwas überfordert. Da müssen wir irgendwann links. Irgendwann. Ja, da links war gerade so ein kleiner Weg schon. Ah, hier, da ist der große Turm. Direkt an dem Turm ist es, auf der rechten Seite von dem Turm müsste es sein. Mal, dass wir jetzt irgendwo links von hinten daran kommen. Oh. Ja, ich erinnere mich, da war eine Strecke war sehr spaßig. Also, deswegen sagte ich hier hoch. Ja. Bloß nicht auf. Ja, was? Müssen wir noch laufen nach Hause? Den Weg drauf kann man da noch mal finden. Der ADAC muss man das dann schon irgendwie noch erklären. Warum ist das so? Oh, Steinstein. Ja, Auto hat genug Unfreiheit, das passt schon. Ja. Oh. Alles gut. Jetzt müssen wir da rechts zu der Straße da irgendwie kommen. Erstmal. Weißt du nicht, hier die Ölwanne weggehen? Ja, nein, da kann man gehen. Was ist denn schlimmstenfalls passiert? Auto fährt, fahr. Da vorne ist die gute Straße. Audi könnte ich nicht fahren. Ups, ja. Unfall. Mit dem Audi wäre sie geflogen. Da fühle ich doch nicht mal nach vorne über die linksquadrastischen Hose. So, jetzt müssen wir hier links irgendwie alles tun. Gut, dass der Kuba keinen Wert hat. Ja, du sagst es. So, da. So, hier sind. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Los geht's. Colin McRae. Ne? Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gehabt. Alle drei fehlen den Weg zum Da ist es. Wer sagt das, hä? Ja, das ist mal Garage. Oh, hier laufen manche Leute 6 Kilometer hin. Die Viktorshöhe. Wir glauben, bei dieser Örtlichkeit können wir den Namen ruhig nennen, wurde hier auf YouTube schon so oft mit Drogen in Verbindung gebracht, da mussten wir einfach mal selbst nach dem Rechten gucken. Seit wir wissen, wo sie liegt, pst, Google Maps, fragen wir uns schon, wieso ausgerechnet dort sich die Freunde und Konsumenten bewusstseinserweiternder Substanzen treffen sollten. Man kommt da ganz einfach wirklich beschissen hin. Andererseits hat sich jemand die Mühe gemacht, seine Altreifen hier zu entsorgen. Wow, was ein Aufwand, die hier herzukarren. Ist also doch was dran an den Gerüchten? So bleibet ihr denn auch dran. Wir finden's raus. Investigativ und ohne Rücksicht auf Mückenstiche.
soweit außer vielen Sitzgelegenheiten für den Stuhlmittwoch auf Instagram noch keine Hinweise. Doch was ist das? Das letzte Kleidungsstück eines Junkies? Zurückgelassen im Eifer des Gefechts zwischen Gut und Böse? The plot thickens, würde Alfred Hitchcock jetzt sagen. Schlimmste Toilette Schottlands, wer Trainspotting mal gesehen hat, kommt's noch nicht ganz ran. Aber bessere Tage hat dieses Institut für genussvoll urlaubende Verbringung der Ferien gewiss schon mal gesehen. Manche Ruinen aus der Römerzeit weisen nach über 2000 Jahren noch immer einen besseren Erhaltungszustand auf. Hinweise auf verbotene Substanzen sind zwar immer noch Mangelware, dafür präsentieren wir jetzt den ersten und wahrscheinlich auch letzten Knight Riders 810 Grad Kameraschwenk. Aber die Fliesenklebchen, die sind lustig. Lassen wir also auf der Suche nach der Wahrheit über diesen Ort die Ruinen dessen, was wohl einmal Küche und Speisesaal war, hinter uns. Können wir im Gästehaus fündig werden? Zumindest steht das noch stabil. Okay, diese Einschätzung ist vollkommen subjektiv. Aber zumindest überragt vom Schornstein des Heizkraftwerks abgesehen dieses als einziges Gebäude noch den alles überwuchernden Dschungel hier. Thank you.
alles voll. Liegen da unten die Reste eines ehemaligen, was auch immer. Sollten dort drunter die letzten Hinweise auf die Glanzzeit einer Opiumhöhle für immer verschüttet worden sein? Halb verzweifelt untersuchen wir Raum für Raum, welche seinerzeit bestimmt ganz nett waren, so mit Licht von beiden Seiten. Doch noch trauen wir uns nicht, die Investigativniederlage einzugestehen. Haben wir bisher doch jeden Ort gefunden, jedes Verbrechen aufgeklärt oder zumindest zur Anzeige gebracht. Ja, genau, du bist gemeint, Markus Meyer. Erwarte den Vorschlaghammer der Justiz. Hierher werden wir jedoch mit Sledgehammer zurückkommen müssen. Der Star unserer Teenie-Jahre hat mit seiner bleispuckenden Assistentin Susi doch noch jedes Mysterium geklärt und jeden Dealer aufgespürt. Wir befürchten, wir brauchen professionelle Hilfe. Denn so langsam glauben wir, einem Hoax aufgesessen zu sein. Verdammtes Internet. Hanf? Nee, diese Pflanze ist noch weniger zum Einrollen in Buchseiten tauglich als das viel kolportierte, getrocknete Eichenlaub. Aber da gibt's ja noch ein paar Gebäude potenzieller Delikti hier. Treppe ist nicht mehr gut. Der alte Feind. Ups. Kannst du deine Taschenlampe gleich wieder haben? Danke. Was Interessantes zu sehen da drin? Der Keller ist echt nicht gut. Nee. Nein, die Holztreppe ist im Arsch und es sind so viele Mücken. Das ja, die Mücken sind scheiße. Das hatte ich vorhin schon. Was war's? Ja, das hatte ich im Wetter auch schon. Wolltest du vorgehen? Mit Lampe? Ja, okay. Viechers, all Viechers. Die Treppe ist eine Rutschbahn. Und ich fühle mich gestochen. Das hier muss der Schnee aus PJs Drogenhotel gewesen sein. Ich muss auch Kopf anziehen, Alter. Woran denkst du das hier? Dein Dienstag hier? Vorsichtig. Mäuserutsche? Boah, Viecher! Ich hab eine Mücke gelassen. Boah, Alter! Ich hab was gehackt gerade. Entschuldigung. Oh Gott, Alter! Es greift an! Scheiße! Scheiße! Okay, ich glaube, dass wir bitte rausgehen, bitte. Alter, Scheiße! Boah, guck dir den Scheiß an hier. Ganz schnell weg hier. Ganz schnell, Alter. Ah! Drogenpimmel von PJ. So. Boah, Alter. Wo geht's hier raus? Ziehen Sie sich raus. Wo geht's raus? Scheiße. Ah! Alter. Oh Gott, das ist ein Bier. Wo geht's raus? Hier, hier, hier. Ah, oh Gott.
Alter, Scheiße. Alter. Siehst du genug? Ja. Oh, Herrgott. Dadurch. Mehr also. Angst hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht. Ich stelle gerade fest, hier war ich schon mal filmen. Hast du schon gefilmt? Hier war ich schon, ja. Macht nichts, aber da links war. Ein paar Orientierungsdefizite später finden wir etwas versteckt in dem ganzen Urwald hier, doch tatsächlich noch ein weiteres Gebäude. Na, immerhin etwas gefunden, außer jede Sekunde einen neuen Mückenstich. Kann man noch von oben reingucken. Fühlt sich ganz komisch weicher. Na, wie lange das noch ist? So als Vorhut hat man es echt nicht leicht, aber na gut. Wäre hier live Zeuge des, weiß ich nicht, verfallenen Gebäudes oder so. Wenn ich nicht alles häusch. Und unglaublich, hier sind doch noch mehr Sachen drin als gedacht. Ich hab Kühlschrank gehört. Kühlschrank. Warte. Kühlschrank. Findest du schon? Kühlschrank. Ja. Kühlschrank. Kühlschrank, komm. Kühlschrank. Scheiße. Oder gut. Weiß noch nicht. Gut, würde ich schon sagen. Uff. Kittelstolperfall. Arbeitssicherheit. Bungalows,
Der einst wohl schönen Aussicht ins Tal, inzwischen durch den Dschungel beraubt, beherbergen ebenfalls keine Hinterlassenschaften irgendwelchen Drogenmissbrauchs. Und die Moral von der Geschichte. Viel geschauten Videos, den Titel, den glaubt man besser nicht. Aber wir hatten viel Spaß bei der Erkundung und die Mücken gar ein XXL-Menü. Uns. Wuff, wuff, wuff. Ah, Mückenscheiße. Dafür haben wir euch. Habt ganz lieben Dank für euren Support. Besonders möchten wir uns bei Sascha vernünftig bedanken und auch gleich entschuldigen. Missachteten wir für dieses Video doch gleich die halbe StVO. Wenn ihr mal schauen wollt, wie es aber noch schlimmer geht, schaut mal bei ihm vorbei. Wenn ihr mögt, lasst doch ein Däumchen da, schreibt uns, wie ihr diesen Ausflug fandet und abonniert uns gern, wenn euch gefällt, wie wir unsere Ausflüge dokumentieren. Bleibt gesund und bis bald. Ich habe vor dieser Aufnahme versucht, mir die Haare nochmal glatt zu machen, damit es nicht ganz so scheiße aussieht und dabei einen Schwarm Mücken erlegt und jetzt ist es richtig widerlich.